Hallo, guten Tag, bin mal wieder alleine. Naja, ist jetzt so schlimm, ich wollte mal auf ein paar Sachen eingehen und zwar, Entschuldigung, Bewegungsmelder. So, viele haben gefragt, was die Elke dazu gesagt hat. Ich meine, wir haben ein Video davon gemacht und was soll ich da großartig zu sagen? Ich meine, das ist ja nun mal passiert. Es ist ja kein Beinbruch. So. Und, aber ich muss da immer wieder drauf eingehen. Ich lese mir ja die Kommentare durch, ne? Es gibt wirklich Leute, die denken, wir sind doof wie Brot. Wir hätten wirklich gar keine Ahnung. Wir würden alles so hopp hopp machen. Nee, wir machen das schon alles mit System. Wir machen auch Videos, wo halt mal was passiert. Wenn ich euch immer nur zeigen würde, ich mache die Sicherung runter, dann schraube ich das elektrische Zeug davon ab, ich weiß genau, welche Versicherung das ist, ich mache das beim Messerchen, alles ganz penibel, sauber und gerade und es kann bei uns nichts passieren, das wird doch kein Schwein mehr gucken. Da hätte doch gar keiner Spaß dran. Also ich hätte da keinen Spaß dran, wenn da einer mal sagen würde, ja, da mache ich jetzt so und so, das würde auch alles super funktionieren. Nee, wir machen das doch immer so. Wir haben doch unsere eigene Art, mit Sachen umzugehen, wie jeder von euch auch. So, wenn ich sage, ich habe irgendwie Krümmel im Hals. Wenn ich sage, ich baue das Bett jetzt auseinander, dann baue ich das auch auseinander. So, und dann liegt das da. Und dann gucke ich mir das an und dann überlege ich mir, wie kann ich das am besten tackern, wie kann ich das machen. Ich habe leider auch nicht so viel Zeit. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt hier 8 Stunden lang rumsitze und könnte ein Bettchen auseinanderschrauben oder so. Das funktioniert ja nicht. So, deswegen dauert das auch halt immer mal so seine Zeit. Was manche Leute nicht verstehen. Ah, ich habe schon Nachrichten gekriegt, Leute, ey. Also es gibt ja Menschen, die sind ja so unverschämt. Das ist unglaublich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass es so einen Hass überhaupt gibt auf der Welt. Ich verstehe das gar nicht. Also das sind meistens die Menschen, die dann auf einen zukommen, irgendwann darf ich ein Autogramm oder ein Foto mit dir machen und schreiben dann hinten rum, du kannst ja nichts, du bist zu blöd. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt schon machen mit YouTube. Ich glaube 2 Jahre, ne? Und angefangen haben wir ja mit diesen lustigen Videos über Corona, über die ganzen Sachen, die im Fernsehen stattgefunden haben. Dann haben wir über Pflegestufen und so weiter gesprochen, wo ihr mir auch sehr viel mitgeholfen habt. Und dann haben wir über normale Sachen gesprochen, dann haben wir gezeigt, was wir so machen. Aber manche Leute, die sind einfach scheiße. Man kann das einfach nicht anders sagen. Die meinen, wunders, die hätten eine Weisheit mit Löffeln gefressen und können selber wahrscheinlich gar nichts, sind zu blöd oder zu faul und irgendwas zu tun. Mensch, das ist aber gut. Dann hat einer geschrieben, bei den Bildern malen nach Zahlen, da kam meine 8-jährige Tochter auch, dann habe ich da mal drunter geschrieben, ja, dann zeige doch. Oder einer hat geschrieben, dann mache ich die mit links. Dann habe ich gesagt, los, dann poste doch so ein Bild. Hat er gesagt, geh auf meine Seite, guck's dir an, die war aber nicht offen für alle. Weißt du? Und dann denkst du dir auch, mein Gott, warum geben die sich überhaupt so eine Mühe? Warum machen die das? Warum schreiben die überhaupt was? Mein Gott, ja, weil ich mich darüber aufrege wahrscheinlich. Naja, kurzes Update, Anemie. Das Auge juckt, das heißt also, das ist am Heilen. Diese Strips, die sind noch drauf. Und nächste Woche können wir die Fäden ziehen lassen. Auge ist ein bisschen blau geworden, was heißt ein bisschen... Ja, aber sie nimmt es mit Humor. Ich habe ja auch gesagt, sage ich Mama, immer wenn ich Mama sage, mittlerweile habe ich ein schlechtes Gewissen. Sag ich Mama, sage ich, das war nicht deine Schuld, du bist gegen die Stufe gestoßen und bist dann hingefallen, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass sie dann gesagt hätte, dann gehe ich nicht mehr. Das hätte ja auch passieren können, dass sie dann sagt, nee, ich habe jetzt Angst, Stufen zu gehen, ich gehe nicht mehr raus. Da musst du ja auch drüber nachdenken. Das ist ja nicht nur so, als wenn ich sagen würde, Mama, bist du eigentlich doof? Wie kann man über eine Stufe fallen? Du kannst nicht mehr richtig laufen. Hätte so sein können, dass ich das gesagt hätte.
Aber in dem Moment musst du natürlich auch ein bisschen umdenken. Du musst denken, oh, warte, die ist was älter. Du musst ihr jetzt erklären, dass sie dann nicht schuld war. Und so habe ich es auch gemacht. Und ich glaube, das ist gut, weil sie war ja gestern auch unterwegs, ist auch zur Ergotherapie gegangen alleine. Also macht sie alles richtig super. Okay, ja, sonst gibt es von der Mama nichts. Nee, nächste Woche haben wir einen Termin beim Nähteziehen. Und das war es. Also der geht im Moment recht gut. Ja, mit dem Treffen mit der Frau hatte ich euch ja auch gesagt, hat die sich am Dienstagmorgen treffen wollten. Die hat dann kurz vor Toreschluss hat die junge Dame noch abgesagt. Da ist die junge Dame, die ist ein bisschen älter als die Mama. Ihr ging ja nicht so gut. Und dann sage ich dann zu ihr, sage ich, ach Mama, mach dir nichts draus. Da kann die Frau ja auch nichts dafür, wenn es dir nicht gut geht, geht dir nicht gut. Sag ich dann hast du ja noch um 21:15 den Termin bei der Ergotherapie, dann lauf doch da schnell hin. Bist du da hingegangen und ja, war bei der Ergotherapie. Okay, das war gut. Also wie gesagt, also es gibt manche Leute, ah Gott ey, ich verstehe das nicht. Warum tun die sich hier überhaupt an uns, wenn die schon sagen, das ist scheiße, was wir da zeigen. Warum tun die sich halt an und ziehen sich die Videos rein? Hätte ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich einen nicht mag, dann gucke ich mir die Videos doch nicht an. Oder die sind so neugierig, dass die nicht anders können. Adios. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Manche Leute sind echt komisch, wa? Tschüss.